In der Max-Kleiner Panzerhalle wurden kürzlich Salzburgs kreativste Tischler vor den Vorhang geholt und geehrt. Die Landesinnung der Tischler und Holzgestalter, die Arbeitsgemeinschaft Pro Holz und der Holzcluster Salzburg haben einzigartige Gesellen und Meisterstücke unter die Lupe genommen und das Best-Tischlerstück ausgezeichnet. RTS war dabei. Das Tischlerhandwerk hat nicht nur eine wirtschaftliche Bedeutung, sondern spielt auch eine Rolle in der Kultur und Identität einer Region. Handgefertigte Holzprodukte tragen oft zur Erhaltung von Traditionen und zur Schaffung von kulturellen Werten bei. Mit der Preisverleihung Best Tischlerstück wollen die Veranstalter der Handwerksjugend ihren Respekt zollen. Ruben Abuzara vom Werkschulheim Felbertal erhielt in der Kategorie Gesellen die Auszeichnung für sein Projekt Sideboard. Das Solitärmöbel besticht durch seine interessante Oberfläche, die den gesamten Korpus mit einer CNC-gefrästen, schwarz lackierten Struktur scheinbar nahtlos umhüllt. Ja, bei der Oberfläche habe ich eben viele Sachen eigentlich probiert und selber auch in der Tischlerei einfach einmal geschaut, was ist da, mit was kann ich arbeiten. Und da ist mir eben ein spezieller Fräser aufgefallen und mit dem habe ich dann probiert und habe versucht, verschiedene Muster zu generieren und das ist eigentlich am Schluss entstanden. Insgesamt 38 Projekte von erfolgreich abgeschlossenen Gesellen-, Abschluss- und Meisterprüfungen galt es von der Jury zu bewerten. Da bestanden die Fragen nach der emotionalen Qualität, den funktionalen Überlegungen und den handwerklichen Qualitäten im Fokus. Für den Juryvorsitzenden Michael Ebner ist Handwerk der goldene Boden. Das Handwerk hat goldenen Boden, aber ich würde sagen, das ist der goldene Boden. Und es geht darum, in den weiteren Bildungsebenen dieses Handwerk weiterzuentwickeln, das heißt Richtung Technologie, Richtung KI, Richtung Anwendung der verschiedensten Werkstoffkompetenzen, die ja in dieses Handwerk mit reinspielen. Dass das Tischlerhandwerk keine reine Männerdomäne ist, beweist die junge Salzburgerin Katharina Grubinger. Für ihr Gesellenstück, den Schreibtisch Altogeti, erhielt sie eine Auszeichnung. Das auf den ersten Blick Widersprüchliche findet in diesem Möbelunikat zueinander. Gebürstete Altholzoberflächen treffen auf perfekt verzinkte Korpusse mit vielen Funktionen. Also mein Schreibtisch heißt Altogeti, Altholz-Kirschtisch. Wir wollten Altholz, also das Alte, das Traditionelle mit dem Modernen verbinden. Handzinken, die Altholzbalken und aber trotzdem modern und schlichte Korpen halten. Die Wertschöpfungskette Forst und Holz zählt mit einem BIP von 1,6 Milliarden Euro zum zweitwichtigsten Wirtschaftsfaktor für Salzburg. Dabei spielt das Tischlerhandwerk mit rund 800 Unternehmen und ca. 3000 Beschäftigten eine zentrale Rolle. ProHolz Salzburg-Obmann-Stellvertreter Martin Schnell freut sich, dass auch junge Damen das Handwerk für sich entdeckt haben. Die Betriebe sind begeistert, wenn sie mitmachen können. Und man sieht da, was uns schon sehr freut, dass einfach viel mehr Frauen da in den Holzhandwerksberuf tätig sind. Und das, glaube ich, ist wichtig für die Branche, für den Branchenmix und auch für die Tischler selber. Die Auszeichnung in der Kategorie Meister ging an Tischlermeister Tobias Steinberger von der Tischlerei Wallinger in St. Koloman. Sein Meisterstück Sideboard ist auf den ersten Blick durch den symmetrischen Aufbau und die klassischen Proportionen vertraut. Doch die geknickten Fronten und Seiten deuten auf eine Sideboard-Neuinterpretation hin. Das Ganze war halt zuerst gerade, dann war mir das alles ein bisschen zu einfach und dann haben wir halt in die Schrägen gefahren, alles ein bisschen schief und dann ist es richtig kompliziert worden eigentlich. In Bezug auf den Fachkräftemangel ist es den Initiatoren Holzcluster Salzburg, ProHolz und der Landesinnung gelungen, ein positives Zeichen für die Zukunft im Tischlerhandwerk zu setzen.